Tschö und wunderschönen guten Abend auf D-Live, auf Twitch, Mixer, YouTube, überall auf der Welt. Es ist Zeit für State of Mind. Der Dedek hat mal wieder was ganz, 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 ganz Tolles rausgehauen. Hat nicht viel mit Edna oder sonst irgendwem zu tun. Nee, es geht um Transhumanismus. Also so Brain in Computer, im Computerleben und all sowas. Naja, ich bin auf jeden Fall mächtig gespannt, wie Dedelic sich dieser Thematik angenommen hat. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht lange, sag aber, ich warne euch schon mal vor, Modern ist heute auch mit dabei. Die sitzt im Off, hat den Knüppel parat, die gute Winnie Vintage Edition. Die Stimme aus dem Off. Die Stimme aus dem Off. Puh, Winnie, mir schwitzen die Hände. Ich würde sagen, wir legen los, wa? Ja, go. Ja, schauen wir mal. Zersplittert's hier. Schrecklich. Die Figuren und die Handlung dieses Spiels sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder sind halt zufällig. Berlin 2048. Okay, so lange ist nicht mehr hin. Lassen wir uns mal von unserer Dedelic Entertainment Presence von dieser Dystopie einfangen. Ich drehe mal hier ein bisschen lauter. State of Mind. Androids, Avalon, 02, Neuland, was? Überall, okay. Das ist ja... heftig. Girls and Bots, okay. Bots and Bots. Ja, okay, wir sind in voll der normalen Welt, so wie es heute eigentlich auch schon aussieht in Berlin. Reality, künstliche Babysitter. Wow. Da haben wir aber in den 30 Jahren eine Menge geschaffen, das muss ich sagen. Die Robbys sind ja schon mal ganz tüfte. Aha. Breakpoint. Scheint wohl nicht jeder mit dieser schönen neuen Welt zufrieden zu sein, ne? Wow. Super hoch. Zu hoch. Und sein Beta-Level. Zu hoch. Ah, das sind wir, ha? Ihr Sohn ist außerordentlich bekannt. Verdammt, woher kenne ich das Gesicht? Das ist Richard Nolan. Er arbeitet für The Voice. Als investigativer Reporter, wa? The Voice scheint unser Blatt zu sein, oder? Los. Die Plattform. Blackout. Krass. Okay, also bisher bin ich schwer beeindruckt. Ich habe mehr oder weniger sofort schon Mr. Nolan? Die Gegend hier im Herzen. Richard? Hören Sie mich? Verleid. Richard stöhnt. Wo bin ich? Im Zentralklinikum.
Können Sie die Augen öffnen? Ah. Ich kann nicht sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das kommt gleich wieder. Eine Drohne hat sie gefunden. Am Rand der M75. Alles klar. Wir fangen mit einem Sehtest an und anschließend stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Jo. Ich erzeuge jetzt ein leuchtendes Objekt im Raum. Aber ich finde die Stimmen zu leise im Moment. Sehen Sie es? Versuchen Sie, Ihren Blick darauf zu fokussieren. Ah, gar nicht mal so einfach. Gut. Noch einmal. Was? Ich muss erst die Maus invertieren. Warte mal. So geht das nicht. Und da ich hier gerade in den Optionen bin, wunderschönen guten Abend, Blümchen. So, Gamepad war das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war hier, Maus invertieren. Und die Sprache ist lauter. Ich muss einen Cloud-Call machen. Ein Cloud-Call? Okay. Wir nehmen dann die FX-Instanz. Cloud-Call. Schon krass, ne? Oder? Ja. Das ist echt hart. Ja, da, ja, vielleicht haben wir da sogar noch so ein paar Sachen, über die man reden kann. Wie man so eine Dystopie sehen kann und was wir da überhaupt noch benutzen. Wie nochmal? Wohin denn nochmal? Ach da, Herr Doktor. Okay. Sehr gut. Ihre Sicht wird sich bald wieder normalisieren. Wir machen jetzt ein paar Tests. Ja, sah so aus wie so eine Taschenuhr, ne? Emotion, Gedächtnis. Es dauert nicht lange. Was ist das für ein heruntergekommener Laden? Welches Datum wir heute haben? 48. Ja, 11. Januar 48. Also wir haben auf jeden Fall 11. Januar 2048. Sehr gut, das stimmt. Ich spreche jetzt einen kurzen Text und stelle dann eine Frage. Warte mal. So. Zack. Ja, nein. Frage dazu. Sind Sie soweit? Das gefällt mir besser. Meine Augen sind blau, mein Haar ist braun, mein Haus ist weiß. Welche drei Farben habe ich genannt? Blau, braun, weiß. Blau, weiß und braun? Sehr gut, das stimmt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Was? Wie? Passiert ist? Meine Familie. Wo ist meine Familie? Sie erinnern sich an nichts? Ja gut, wir haben eine Chaos-Szene gesehen, ne? Aber weißt du was, es geht ihm einen Scheiß an. Ich weiß nicht. Das wird schon. Körperlich sind Sie gesund. Sie haben großes Glück gehabt, Richard. Okay. Ich schalte jetzt einen Teil Ihres AR-Systems wieder zu. Ach, das ist ja krass. Tut weh, hm? Ihre Augen und Ihr Gehirn müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Können Sie aufstehen? Kommen Sie bitte mit zu dem Tisch dort. Boah, ich fass es nicht. Wir haben integriertes AR, Augmented Reality. Krass. Ich muss mir das jetzt erstmal hier angucken. Meinst du, das siehste? Nee. Hätte ja sein können, dass er jetzt irgendwie so einen leuchtenden Streifen an der Seite hat oder so, weißt du? Ja, aber passt irgendwie. Also wenn ich meine Haare länger wachsen lasse, ein bisschen Grau fehlt da noch. Wohin? Ja gut, das Bäuchlein vielleicht, ne? Aber okay, wir sind Richard Nolan. Irgendein Mitarbeiter von The Voice. The Voice. Krass, ne? Ja, ich finde das lustig. The Voice. Ja, die Stimme. Ob das mehr ein kritisches Blättchen ist oder mehr sowas wie, ja. Dafür guckst du zu wenig Trash-TV. Aber so. The Voice ist halt die Castingshow. Nee, ne? Ja. Ach, das ist... This is the Voice Auf Germany. Okay. Schade, wir können hier nicht zuhören und... Das hört sich eher so an wie die Stimmen bei Senua. Hey. Also ich bin schwer begeistert im Moment noch, aber das ist ja, ne, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Mir gefällt diese Umsetzung unglaublich gut, hat es aber schon bei der Ankündigung irgendwie. Erinnert mich mächtig an The Nomad Soul. Wenn wir hier rausgucken,
Blade Runner und Nomad Soul, das ist richtig, richtig geil. Beach Bar. Kolibri. Krass. Und es dürfen die chinesischen Schriftzeichen wirklich nirgends fehlen. Jetzt haben wir da Einblendungen. Enzephalogramm sagen, aber da steht ja nur Enzephalo-Scan. Okay. Kognitiver Test, untersuchen Arzt. Komm, wir untersuchen mal den Arzt. Identifizierte Person, Timothy Keller, ID, Sektor 7 Berlin, Neurologe im Zentralklinikum Berlin, okay. Schien ja so ein netter Typ zu sein, aber er ist wohl... Würfel von der linken Tischhälfte. Beleuchten Sie ihn gelb und stellen Sie ihn auf die rechte Tischhälfte. Aha. So, wir haben ihn jetzt. Pass auf, da haben wir... über das D-Pad haben wir ein Inventar. Okay, cool. Haben wir diesen... was sollten wir machen? Gelb, ne? Oh, ich habe nicht zugehört. Ach, da ist ja mal wieder... Wozu sitzt du denn da im Bett? So, den haben wir gelb eingefärbt und jetzt können wir eigentlich auch mal untersuchen. Oh shit, ich hab die falsche Taste. Ausgezeichnet, Richards. Kommen Sie bitte, es gibt noch eine weitere Aufgabe. Da können wir aber noch untersuchen. Cognition Test. Dieser Test dient der Evaluierung Ihrer kognitiven Fähigkeiten. Bitte konzentrieren Sie sich und folgen Sie den Anweisungen des Klinikpersonals. Soll ich danach vielleicht auch einen Fragebogen ausfüllen? Mal hier. Enzephalo-Scan. Letzte gescannte Person, Nolan Richard. Scanbericht abgeschlossen. Ja, den hätte ich gern gesehen. Okay, wir werden wohl nicht viel mit anderen Dingen interagieren können. Ich denke mal, das wird uns durch die Augmented Implantations, wird uns das immer angezeigt. Auch eine Art der Spülführung. Wer ist das? Was würdest du sagen, Winnie? Ich würde sagen, fiktive Figur. Ja. Ja? Nicht mein Sohn, Nachbarsjunge? Fiktive Figur, ne? Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, den eben gesehen zu haben. Nee, ich auch nicht. Der ist aus einer Entertainment-VR, oder? Nein, das nicht. Oh. Ein Nachbarsjunge? Meinen Sie? Oh. Das ist Ihr Sohn, Richard. Scheiße. Wie heißt er? Da, natürlich heißt er John. John? Sind Sie sicher? Ach. Du darfst. Komm. Jason, ja? Meinst du Jason? Jason. Denken Sie genau nach. Oh! Okay. Wo ist James? Ist er hier? Sie haben schon nach Ihrer Familie gefragt. Eben gerade. Aha. Wissen Sie das noch? Wo ist er? Es ist nur ein Test, Richard. James ist ein guter Junge. Ich liebe ihn. Natürlich lieben Sie ihn. Sie aber wir haben doch ihn gar nicht nach der Familie gefragt, haben oder? Haben Sie beide einen guten Draht? Ich kann Richard? Nicht sehen. Er ist ein guter Junge. Erkennen Sie diese Person? Das ist... Ja? Scheiß. Was nehmen wir denn? Keine Ahnung, wa? Wenn Sie so fragen, meine Frau? Okay. Winnie? Ist das Tracy? Ausgezeichnet. Oh, er erinnert sich an den Namen seiner Frau. Erzählen das ist schon Sie mal mir etwas. Von ihr. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Eine Erinnerung. Eine Situation. Irgendwas. Ich weiß noch, dass wir in einem Cabin Car gefahren sind. Es war Nacht. Wir haben gescherzt. Und ich habe Tracys Hand genommen. Sprechen Sie weiter. Die Bordelektronik war gestört. Es ist kälter geworden. Die Scheiben sind beschlagen. Ich habe ihr gesagt, wir sind gleich da. Okay. Und wissen Sie, wie lange das her ist? Was meinen Sie? Diese Geschichte. Wie lange ist die her? Ich weiß nicht. Wie ist es hiermit? Erkennen Sie das Gebäude? Die Feuze. Ja, Arbeitsstelle, ne? Ja, das... Ich arbeite dort. Ausgezeichnet, Richard. Was genau machen Sie da? Ich bin Spezialist für... Für... Das wissen wir ja auch noch nicht, ne? Ich schreibe über Technologie. Sehr gut. Und wie würden Sie Ihren Standpunkt nennen? Haben Sie einen? Ich bin Journalist. Mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ach so? Das kam ja schnell.
Das ist ein Standardsatz, oder? Den sagen Sie immer. Kann ich wieder arbeiten, Doktor? Das müssen wir abwarten. Sicher wird es die ersten Tage nicht leicht. Sie haben ein amnestisches Syndrom. Erinnerungslücken, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen. Aber wenn Sie zu Hause sind, finden Sie sich bald wieder zurecht. Sie werden sehen. Okay, Richard. Alles soweit in Ordnung. Mir ist schlecht. Das ist normal. Das verschwindet. Ihr Gedächtnis wird auch zurückkommen. Vermutlich schon in den nächsten paar Stunden. Vielleicht nicht vollständig. Aber warten wir es erstmal ab. Na dann, alles Gute für Sie. Ich kann also gehen. Aber ja, Sie haben Neurostabilisatoren bekommen. Eine Depotdosis. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich jederzeit. Okay, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach so, natürlich. Sie wohnen am West Plaza, Mr. Nolan. Das Cabin Car führt Sie hin. Der Medicbot am Eingang wird Sie nach unten begleiten. Okay, das ist ja wohl krass. Was ist denn das für eine... Boah, wohin haben wir uns entwickelt in der Zeit, in den 30 Jahren? Wir haben da irgendwelche Depot-Medikamente bekommen? Puh, Stabilisierung für unser Brain? Ich fasse es nicht. Wir haben implantierte... Oh, wie nennt man das? Augmentive Implantate. Wie können wir hier... Ah, guck mal, wir könnten nochmal mit ihm reden. Sollen wir das vielleicht mal tun? Nochmal reden mit ihm? Ruhen Sie sich aus. Unser Medic-Bot bringt Sie nach unten. Okay, also er wird uns da nicht mehr viel weiterhelfen. Schade, dass wir hier keine Informationen über die Person bekommen. Aber wir sind ja auch kein Polizist. Wir sind ja nur ein Journalist. Aber die bunte Person da drüben, die würde mich doch schon mal interessieren. Ich meine, alles andere ist ja hier ausgegraut. Hi, Schäfchen. Hi, Schäfchen. Wie beinahe verpasst. Ha! Sag mal. Schön, dass du da bist. Sag mal, da hinten, Leute. Ziemlich krass. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Aber mir persönlich im Moment so wenig Interaktion. Ich will doch krabbeln. Ach, du willst krabbeln? Ja. Ich bin ja eigentlich auch so... Da die Zettel aufnehmen und die Zeitung, ja, ne? Und gucken und den Schirm. Und überhaupt, ne? The Voice, gehorche. Ha? Sind wir vielleicht Mitarbeiter der Stimme dieser Regierung? Uiuiuiui. Und warum ist eine deutsche Zeitung, warum heißt die The Voice? Auch egal. Ja, lass uns mal überraschen. Vielleicht passiert ja noch ein bisschen mehr, weil das ist ja jetzt doch sehr, sehr super eingeschränkt irgendwie. Aber da lasse ich mich jetzt gar nicht von beirren. Ich bin sowieso total geflasht. Ich muss das erstmal alles aufsaugen. Wir haben ja echt eine scheiß Situation. Wir waren bei irgendwelchen Krawallen dabei. Und das Gedächtnis verloren aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Wir können uns nicht mehr an unseren Sohn, an unsere... Guten Tag, Sir. Erinnern. Bitte folgen Sie mir. Ich begleite Sie hinaus. Ja, kein Ding, Schäfchen. Mensch. Ah, es splittert wieder. Ja, und bei der Umsetzung... Sie hören den Newsflash von The Voice. Gleich. Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Nairobi. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Krass. Große Mengen von Rohstoffen vernichtet worden. Das erzählen die so, als wäre auch irgendwie so eine wichtige Person gestorben. Das stellt ja schon mal so ein bisschen die Wertung irgendwie ins rechte Licht. Ihr Ziel erreicht. West Plaza, Berlin. Ihr Konto wird mit 25 Credits belastet. Oho, ist ja nicht gerade billig. Also, obwohl man ja natürlich nicht weiß, in welchem Kurs da diese Credits stehen. Okay. Krass cool. Bitte. Nur eine Kleinigkeit zu essen.
Dann bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei Marsset Incorporated. Der Mars, unsere Zukunft. Als Mars-Kolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Haben Sie Interesse? Ein Nanoscan dauert nur 2 Minuten. Neu anfangen, Zukunft mitgestalten. Zu den Ersten gehören. Heftig. Ein Nanoscan. Okay. Was? Tracy. Aha. James. Pause. Guten Abend, Richard. Ich bin Simon, Ihr Base 5 Home Assistant. Heute ist der 11. Januar 2048. Es ist 19.33 Uhr. Raumtemperatur 20 Grad Celsius. Sie haben heute keine Termine mehr. Sie müssen entschuldigen. Ich habe mich gestern abgeschaltet. Was zum Teufel? Ist alles in Ordnung, Sir? Kann ich Ihnen etwas bringen? Tracy? Okay. Sie haben neue Cloud-Messages. Cloud-Messages, ein Cloud-Call. Hier, guck mal, Simon. Da drüben können wir endlich mal was untersuchen. Da auch. Ah, oh, wie cool. Ich habe eine Errungenschaft erhalten. Zu Hause angekommen. Ja, okay. Da ist was kaputt. Das ist nicht so toll. Das ist sehr suboptimal, würde ich mal behaupten. Aha. Können wir mal untersuchen. Fenster. Naja, was habe ich auch anderes erwartet bei der Untersuchung eines Fensters? Ja, aber Nolan Richard hat diese Fensterfront mit Sicherheit. Ah. Okay. Gefährdungsstufe. Was? Gefährdungsstufe? Wo? Ach du liebe heiliges Blechle. Da fliegt so rum Werbung, und hält die Werbung vors Fenster. Boah, da würde ich ja so derbe drauf schießen. Sofort die Rollos runter. Ja, ne? Können wir zumachen? Weiß ich nicht. Mal gucken. Guck. Wo ist der Knopf? Kann man nicht. Mist. Oh Mist. Na gut, okay. Ist ja alles wieder weg. Aber wie krass, in welchen Sektor wir schauen. Sektor 2, Berlin, Zentral. Gefährdungsstufe 1. Das heißt, also hier ist nicht so viel Polente unterwegs. Dieses Fenster, ja, okay. Okay. Bam. Ja, guck. Da fliegen schon die Paketdrohnen. Errorcode. Guck dir das an, da unten ist ein Errorcode. Funktioniert irgendeine... Willkommen beim Inkal. Da funktioniert irgendeine Anzeige nicht richtig. Willkommen, Zoggerpansen. Da, schon wieder Werbung. Tatsache. Vielleicht ist das Haus ziemlich klein und der ist ja recht schnell rum. Das Haus gehen. Waterproof. Waterproofed. Bestimmt irgendwie Klamottenwerbung oder so. Siehst du? Das ist so ein Regenskin, siehst du das? Naja. Ein Bettchen. Das untersuchen wir mal. Bett. Letzter identifizierter Person. Wie geil. Nolan Tracy. Aha. Sektor 2 Berlin Zentral. Okay, das sind wir bestimmt seit mehreren Tagen nicht mehr benutzt. Krass. Das ist jetzt noch ein bisschen merkwürdig. Mehrere Tage. Er läuft so komisch. Macht immer erst den Schritt so. Okay, Spiegelbild. Ja, ne? Wir gucken mal. Haben. Haben ein Spiegelbild, aber. Wir sehen uns nicht. Wir erkennen uns nicht. Auch schon mal ziemlich crazy. So, untersuchen. Glasscherben, potenzielle Gefahrenquelle, bitte beseitigen. Ja, das kann ja hier was Simon für uns machen, irgendwie, ne? Oder? Das kann ja, der dann. Du kannst auch aufheben. Wir können die auch aufheben. Weiß ich nicht. Also wenn das so ein Schreiberling ist, weißt du, dann ist der handwerklich nicht gerade so begabt, würde ich mal behaupten. Ne? Also dann habt ihr ja schon das erste Blut. Ja, genau. Genau. Und irgendwie. Na, frag ihn mal. Okay, ich frage. Wofür hast du den Hausbot? Ja, ne? Untersuchen. Identifizierte Person, Simon, wieso Person? Haben die Rechte? Sind die Empfänger? Tracy, was macht dieser Bot hier? Ich hab dir doch gesagt, wenn sie möchten, kann ich die Frage beantworten. Du hältst die Klappe. Ich muss mich mal umsetzen. Was? Er sucht immer noch Tracy. Ja, ja, er ist der Meinung, dass die hier irgendwo ist. Und er ist strikt gegen Roboter, wie man ja sieht an seiner Ausführung. Und trotzdem wuselt hier so einer rum. Wir können nicht mit ihm reden anscheinend. Mach Blutbad. Mach Blutbad, ne? Wir machen Blutbad. Okay, machen wir Blutbad.
Schreiberling Blutbad. Das hat Zeit bis morgen. Ja, super. Typisch Mann. Typisch Mann, verdammt. Danke. Potenzielle Gefahrenquelle. Potenzielle Gefahrenquelle. Mann, untersuchen. Hm, echt, ne? Potenzielle Gefahrenquelle sofort wegräumen. Ich bin unentschlossen. Ich würde gerne sofort dahin gehen, wo sie unsere Aufmerksamkeit... Oh, da ist ein Saugroboter. Wo? Da der unten. Macht das weg. Ah, der macht das weg, genau. Nein, Quatsch. Macht der bestimmt nicht. Wo untersuchen? Greenboard 5. Kurz. Oh, man kann den noch Robotics. Nicht mal anmachen. Nee. Alter. Der Cleanbot V, also 5, ist Ihr autonomer Assistent für die Reinigung von Böden. Warnung, dieses Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Ach so. Aha. Sind wir vielleicht kein Schreiberling? Sind wir vielleicht irgendwie sowas wie ein Kinderzimmer? Was wie ein Hacker oder so? Das wäre ja cool. Guck mal da unten. Guck mal da unten. Ein Gameboy, ein uralter. Den wird es aber 48 nicht mehr geben, oder? Retro. Meinst du? Ja. Das sind der Raspberry Pi 300. Wenn es die Cloud gibt, 48, gibt es da noch Gameboy. Ja, also das sind so Sachen, ich bin da... Das hat man ja häufiger in so Filmen oder so, oder Geschichten, dass man da, warte mal, Spielzeug ab... Das Upgrade möglich. Diese analogen Spielzeuge sind veraltet. Digitales Spielzeug ist über den Cloud Hub verfügbar. Okay. Ich würde mein Kind dann doch lieber mit veraltetem Schrott spielen lassen. Ja, das sind immer so Sachen, ne? Da macht man sich Gedanken drüber. Haben wir so einen Scheiß noch wie eine Cloud? Aber da ist denn so meine Argumentation, das, was heute Geld bringt, bringt auch morgen noch Geld. Guck mal, der Hase dahinter, wie süß, das ist doch der von Edna! Das ist doch Ednas Hasi! Wie cool! Entschuldigt, Kinder, aber das musste jetzt sein. Das feiere ich jetzt gerade mal ganz, 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 ganz kräftig, ey. Cool, hau ab mit deiner Werbung. Geh weg. Und der hier ist mir ein bisschen suspekt hier, unser Simon, ne? Hängt uns die ganze Zeit am Hintern, als hätten wir so Magneten. Ich denke, das ist der Hausbot und nicht der Verfolgungsbot. Ja, ne? Irgendwie so der Observer. Bild. Untersuchen. Gemälde von James Nolan. Im Alter von 5 knuffigen Jahren. Haben wir denn eben erfahren, wie alt er ist? James ist unser Sohn, Richard. Sir? Hä? Flashback. Ja, aber was für ein Flashback? Warum sollte unsere Frau in unserem Flashback, wir haben ja noch nie eine Amnesie erlitten irgendwie, sagen, das ist unser Sohn? Als ob wir vergessen hätten, dass das unser Sohn ist. Vielleicht hat er ja schon mal so ein Ding gehabt, so ein Blackout gehabt. Ein amnesitisches. Geh mit der Werbung weg. Ja, ich drehe mich ja schon extra um. Ich zeige dir die kalte Schulter der Werbung, nur. Das ist. So, ja gut, den können wir untersuchen, aber das muss jetzt nicht. Also Voice News, ja, da möchte ich aber nicht hin. Ich habe mich links gehalten, also halte ich mich jetzt erstmal weiter links. Es ist schon. Hier möchte ich nicht leben, ne? Die Beleuchtung ist hart. Tracy, ich will, dass dieses Ding hier verschwindet. Wenn ich etwas sagen darf, Sir? Du? Sir, möchten Sie nicht wissen, wo Ihre Familie ist? Klar will ich das wissen, du. Jetzt dürfen wir mit dir reden, Kollege. Du bist ein bisschen wählerisch, ne? Ich lass dich mal überprüfen. Okay. Tracy, Gespräch. Wo ist Tracy? Miss Tracy ist nicht im Haus. Das sehe ich. Sie lässt ausrichten, dass sie über das Wochenende zu ihren Eltern gefahren ist. So, lässt sie ausrichten. Na schön, soll sie am besten gleich da bleiben. Was ist mit James? Sie hat ihn natürlich mitgenommen. Richtig, Sir. Die beiden kommen morgen zurück. Soll ich ihnen einen Status dazu... Du sollst gar nichts. Krass. Wir hatten keine genaue Zeitangabe bei dem Bett, ne? Wie lange das unbenutzt mehrere war. Mehrere Tage. Und übers Wochenende zu ihren Eltern. Das lässt ja darauf schließen, dass sie da eventuell Zoff hatten. Wie so ein bisschen Knies oder so. Komm, wir nehmen mal Tracys Absichten oder erstmal Kenntnisstand? Absichten. Hat Tracy gesagt, warum sie zu ihren Eltern will? Wie meinen Sie das, Sir? Ob sie einen Grund genannt hat. Sie hat mir nur den Auftrag erteilt, nach ihnen zu sehen. Deswegen hängt er wie eine Klette an uns, ja? Hat Tracy mich denn mal in der Klinik besucht? Weiß sie überhaupt, dass ich einen Unfall hatte? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Kannst du nicht oder willst du nicht? Ich verstehe nicht ganz. Ich sag's ja, zu nichts zu gebrauchen. Simon,
Welcher Trottel hat dir überhaupt einen Namen gegeben? Ah, heftig. Lydia ist noch wach? Woher kennt der Lydia? Pass auf, wir gehen mal klack. Messagebox, aha. Ja, Blümchen, das ist eine gute Frage, warum der so eine Abneigung gegen Bots hat, aber das, ja, man hat ja auch festgestellt, dass je menschenähnlicher ein Bot ist, je mehr Abneigung erntet er. Ich weiß aber nicht, was sein genauer Grund ist, vielleicht erfahren wir das noch. Wer ist Lydia Craig? Sehr interessant. Freischaffende, was auch immer. Der Arbeitgeber ist Secret. Der Arbeitgeber ist Secret, okay. Lebt in Queens in New York, ist Single. Lydia. Richard? Bist du da? Komm schon, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Melde dich, das bitte. War am 9.10. Das hieße also, wenn heute der 11. ist, hat die uns gestern versucht zu erreichen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Okay, wir haben eine Freundin, deswegen ist unsere Frau weg. Du kannst doch nicht einfach... Naja, meld dich bitte. Ich krieg sonst kein Auge zu. Mal so nebenbei bemerkt, ich finde bisher alle Stimmen recht cool. Lydia am 11. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach, nee, du hast hier einer gesprochen. Lass uns... Oh. Ja, ne? Du kannst doch nicht einfach... Naja, meld dich. Richard, ja, ne? Das ist nicht komisch, okay? Geh jetzt ran. Er hat uns also am 9. und am 10. probiert zu erreichen. Am 11. hat sie dann gedacht, sie hat irgendwas falsch gemacht. Das heißt also, wir haben irgendwann mit der am Laufen. Irgendwas haben wir mit der am Laufen. 100 Pro. Deswegen ist eventuell auch unsere Frau. So, Tracys Eltern. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Ah ja, das ist sehr unangenehm. James, dieser Kontakt ist zurzeit offline. Jennifer wird dann auch offline sein. Aha. Lebt in Berlin, liebt das gute alte Kino. Lydia. Nicht solange dieser Bot Lydia hier rumspioniert. Ah. Sag mal, wie bin ich da reingekommen? Komme ich da auch so irgendwie rein? Ah, das Steuerkreuz. Denn der Name hier noch Medical. Jetzt nicht. Okay, ja gut. Sollen wir nochmal mit dem reden? Oder erstmal weiter umschauen? Mit dem, ja, okay. Ja, Sir? Schalt dich ab. Weißt du was? Am besten du schaltest dich bis morgen ab. Wie sie wünschen. Yeah. Jetzt haben wir wenigstens diese Klette nicht mehr am Hintern. Und du siehst, Vinny, auch der Tapetenstil, der hat sich nicht so sehr geändert in den 30 Jahren. Alles retro. So, das scheint eher ein Laufband zu sein als ein Laufstall. Da liegt was. Und zwar ein Nanoscan-Report. Mal untersuchen. Was? Marcet Nanoscan, Scanning-Proband, Nolan Tracy, aha. Kurzresultat, genetische Defekte, keine Prozente genetische Demo, keine Abweichung vom, was? HapMap 3, Idealkoeffizienten, 0,0%, Eignungsbewertung, AAA+. Ja, ne? Ich weiß nicht, das war doch eben die Werbung. Ja, die Werbung für, lassen Sie sich mit dem Nanoscan... Da ist sie wieder. ...checken. Die Scheißwerbung, ey. Aber einen Regensuit werden wir wohl brauchen, guck mal. Ich sehe den ja jetzt erst, da ist tatsächlich der Berliner Funkturm. Das ist cool. Ich finde das so geil mit dem Errorcode da unten. Ich kriege da echt einen über mich, ne? Wird nachher nur noch ein Bluescreen. So, gut, Nanoreport, okay. Das heißt also, unsere Frau will zum Mars. Ja, der 3-Minuten-Nanotest war das, oder was war das? Ja, genau, der 3-Minuten-Nanotest, irgendwie ganz fix, dann können Sie Ihre Eignung erfahren. Ah, wie cool. Ein Nanoscan? Dieser Mars-Blödsinn. Kann sie nicht einmal auf mich hören? Ja, so ein bisschen hat er ja schon recht, also. 30 Jahre, das... Naja, gut, okay. Wir haben hier ein... Kleiderschrank, den werden wir uns jetzt auch mal untersuchen. Tschüss, ja, tschüss. Blümchen! Kleiderschrank. Die Systeminformationen zu diesem Möbelstück wurden deaktiviert von Nolan Tracy. Und außerdem ist er ganz schön leer. Der ist fett leer. Hm.
Fast leer. Auch mal untersuchen, aber ist von unserer Frau deaktiviert worden. Jegliche Information. Okay. Wir haben ja... Also ich habe im Moment noch nicht begriffen, was wir beruflich machen. Keine Ahnung. Fotos. Digitalprints. Erkannte Personen. Tracy Nolan, Richard Nolan, James Nolan, Herman Dawson und Peter Nolan? Wird dein Bruder sein oder so? Wo sind denn da die ganzen Leute? Achso, das sind die ganzen Fotos hier. Okay. Ja. Aber Peter Nolan dürfte ja dann wirklich unser Bruder sein, ne? So gehen wir mal ins Bad. Ja, oder Vater. Oder Vater, ja, der sieht so alt aus. Der sieht so alt aus wie ich. Ziemlich eckige Badewanne. Stimmt, das wollte ich eben noch sagen, dieser Low-Poly-Style. Ich mag den schon. Was für ein schräger Spiegel. Ja, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Mal gucken, ob wir uns... Smart Home Vision. Ja, den gibt's ja... Die Version. Den gibt's ja schon. Ach, der zeigt direkt die Herzfrequenz. Anscheinend alles zeigt er an irgendwie. Aber... Blutdruck. Blutdruck. Krass. Aber interagieren können wir nicht und wir sind wieder nicht vorhanden. Ja, aber 2048 und eine manuelle Zahnbürste. Ja, natürlich. Einige Dinge ändern sich nicht. Ja, so hier, da, ne? So ein... Das ist nicht so einfach, mit ihm umzugehen. Er hat schon so ein Eigenleben, der Kerl. Krass. Naja, ich denke, irgendwelche Leute werden ewig auf ihren Zahnbürsten rumkauen. So, erstmal untersuchen hier die The Voice News, ne? The Voice News, ihre Stimme für Berlin und die westliche Welt. Sie hören den Newsflash von The Voice, ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Hören wir uns mal kurz an. Berlin. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Ja gut, das wissen wir schon, ne? Das war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Kommt das mit Nairobi? Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten Drohneneinheiten, in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Mehrere Ölquellen gerieten in Brand. Die Rauchentwicklung verdunkelte in den betroffenen Gebieten zeitweilig den Himmel. Da, was für die Ressourcen. Ein Drohnenangriff der Eastern Union auf die östliche Sicherheitszone hat in der Innenstadt Warschaus schweren Schaden angerichtet. Ein 250 Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von 5 Marschflugkörpern getroffen und brannte bis auf die Grundmauern aus. Ja, und wieder nichts über Menschen. Manok. Die Marskolonie testet zurzeit ihre autonome Energieversorgung. Dies teilte ein Sprecher der Siedlungsgesellschaft Marset gestern auf einer Pressekonferenz mit. Die Gesellschaft rechne damit, dass die Kolonie innerhalb weniger Tage autark werden könne, so der Sprecher weiter. Arad. Weitere Nachrichten. Hilfe! Wie erst heute bekannt wurde, haben Cyberkriminelle bereits im vergangenen Monat den Kommunikationsdienst The Cloud gehackt. Cool. Ein Sprecher des Dienstes teilte mit, dass die Eindringlinge in der Lage seien, im großen Stil falsche Identitäten herzustellen und in Umlauf zu bringen. Was? Nach den Tätern wird mit Hochdruck gefahren. Der lädt sich auf. Experten vermuten die organisierte Kampagne eines kriminellen Netzwerks oder eines gegnerischen Geheimdienstes hinter den Attacken. Das wird also immer vertrackter, ja. In der Metropole der Eastern Union ging gestern das Gipfeltreffen der östlichen Regionalgouverneure zu Ende. Das will ich noch hören, dann schalte ich das Ding mal ab. Mit wem ein bisschen quatschen können. In einem Abschlusskommuniqué bekräftigten die Teilnehmer ihre Entschlossenheit, den Kampf um Rohstoffe, so war da, schon wieder, mit allen Mitteln weiterzuführen. Dabei Bei allen Vorkommnissen, bei allen Drohnenkriegen, beim eingestürzten Haus, war nie die Rede von Menschen. Ich denke, dass das irgendwie schon sehr stark die Wertigkeit der Menschen hier in diesem Spiel darstellt, denke ich. Und zu diesem Low-Poly-Style, den die haben, ich glaube, das ist, wenn die das jetzt versucht hätten, real umzusetzen, glaube ich, wären Emotionen oder so. Die Werbung ist aber nicht Low-Poly. Die Werbung, die muss High-Poly sein, sonst zahlt der Werbetreibende ja nicht, ne? Ich denke, dass man diesem Low-Poly-Look ähnlich wie bei einem Comic die Emotionen viel besser darstellen kann, ohne
dass sie lächerlich wirken. Weißt du, was ich meine? Ja. So, der Saugbot, ob wir den wieder ganz machen können. Kriegen wir den Saugbot wieder hin? Nee, anscheinend nicht. Reinigung von Böden war nun, das funktioniert nicht ordnungsgemäß. Aber das muss ja auch nicht unbedingt ordnungsgemäß. Da geht's auch aus, oder? Sieht auch echt fast so aus, ja. Warte mal, Wohnungstür. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Dann gehe ich mal zurück und dann machen wir den gleichen Weg rechts herum. Das war unser Schlafzimmer mit dem kaputten Spiegel. Das Fahrrad gucken wir uns schon gleich mal an. Wohnung. Geile Wohnung, ne? Schon ziemlich. Wenn sie Jalousien hätte, würde ich sie nehmen. Ja, genau. Um die Werbung auszublenden. Oder halt eine fette Pumpgun, um die Werbung vom Himmel zu holen. Das wäre natürlich noch besser. Genau, man kann sich natürlich auf die Couch setzen und immer Werbung schießen machen. Ja, Werbung schießen. Da braucht man noch keine Konsole oder Computer. Dann kann man immer direkt Werbung schießen machen. Und ziemlich geil. So, was haben wir hier? Die Werbung natürlich mal wieder. Cloud Hub, okay. Werden wir uns gleich mal reinhecken. Holo-Pintwand, wollte ich gerade sagen. Pinnwand. Okay, untersuchen. Holographische Pinnwand, nur für mich. Aha, sichtbar, alles klar. Tracy, was? Tracy hat sich für die Mars-Kolonie scannen lassen. Ach, das ist unsere Pinnwand. Bei der wir höchstwahrscheinlich dann immer unsere Informationen sammeln. Dann mal gucken können. Wozu? Keine Ahnung. Warte mal, warte mal, warte mal. Na? Hier. So. Steht da irgendwas, wann wir diese Notiz erfasst haben? Steht da nicht, ne? Nee. Weil ich meine, gerade eben, das war ja klar, neu für uns, weil wir haben ja eh das Gedächtnis verloren, wir haben ja eh keinen Plan, was läuft. Aber, okay. Vielleicht wussten wir das schon vorher, vielleicht gab es auch deswegen so ein bisschen Knies zwischen den beiden, weil er will nicht, er mag, also er scheint ja irgendwie gegen Roboter zu sein und gegen ja, zu viel Technologie, was ich verstehen kann. Und sie scheint ja mächtig pro zu sein, hat einen Roboter eingestellt, hat sich für die Marskolonie scannen lassen, das ist schon ziemlich heftig. Naja, gut, weiter. Geschrieben von Walter O'Neill. Richard, schau dir das an, das ist größer als was? Dronegate? Leserlich. Ich denke mal, das war irgendeine... Hä? Ah, hast du daneben gesehen? The Voice, Dronegate. Ah ja, wir haben ein Buch geschrieben oder so, ne? Oder ja. Leitartikel von der Zeitung. Schon krass, ne? Dass wir auf die Sachen daneben achten und nicht auf das, was uns eigentlich gezeigt wird. Also, ich glaube, das ist auch so gewollt, ne? Dronegate. Das erinnert mich an Watergate, weißt du, was ich meine? Also so ein, als ob das so ein Skandal, als ob da irgendwas zum Aufdecken wäre. Ziemlich großer Skandal aufgedeckt. Oh. Hm. Hey, zurück! Ja, das untersucht den. Zurück! So. Wir haben den Pulitzer-Preis bekommen. Am 28. Mai 37, also vor 11 Jahren, in der Sparte investigative Berichterstattung für herausragende journalistische Arbeit im Zusammenhang mit der Dronegate-Affäre. Okay, das heißt also, wir sind auf jeden Fall schon mal nicht gerne gesehen in Kreisen, die irgendetwas damit zu tun hatten oder die ähnlichen Shit in dieser Zeit vorhaben. Das heißt also, es könnte sein, dass dieser... Ah, der Berliner Funkturm, das ist so cool. Es könnte also wirklich sein, dass wir gar nicht mal in so einem Tumult gesteckt haben. Vielleicht waren wir ja bei einer Demonstration und der Tumult wurde genutzt. Na, ist komm, Cloud Hub. Cloud Hub, Ihr Zugang zur Cloud. Dieses Gerät ist registriert. Aha. Netter Seitenhieb. Vielleicht bekommen wir noch Fähigkeiten, von denen wir nichts wissen. So, wir haben in unserem Inventar nur diesen Nanoscan-Bericht. Wir haben keine Messages mehr in unserer Box. Das ist die Taste, das ist das. Und die anderen können wir noch nicht nehmen. Gut, dann gehen wir weiter rechts rum. Das scheint ja hier unser Wohnzimmer zu sein. Was war jetzt mit dem Rechner? Das war leider nur unser Cloud-Dingsbums, unser Cloud-Hub. Ach so, ich dachte, man könnte da dran. Hatte ich auch gedacht, deswegen bin ich da zum Schluss hin. Aber das geht wohl nicht. Ah, angenehmen Kunststilmarker. Oh, hier, Spinett. Tatsache, das ist ja gar kein Klavier, das ist ja ein Spinett.
Ah, nett. Zuletzt gestimmt am 21.12.39. Komm, spiel mal. Willst du nicht, dass er glücklich ist? Alles in Ordnung? Nein. Alter. Was? Alter, was habe ich dir gesagt, was du den ganzen Abend tun sollst, hm? Was habe ich dir gesagt, was du den ganzen Abend tun sollst? Guten Abend, Ochi. Guten Abend. Der hat doch gerade mit uns gesprochen. Ja. Identifizierte Person Simon. Registriert auf Nolan Tracy. Wir müssen den hacken. Irgendwie, denke ich, müssen wir da mal an den rankommen. Aber zurzeit würde ich behaupten, wir finden mal heraus, was hier überhaupt abgeht. Jetzt fängt er nämlich erst an zu spielen. Ach, wie geil. Nein, ich wollte nicht aufstehen. Oh. Ich wollte nicht aufstehen. Mach sofort weiter. You're crazy. Also so ganz toll spielt er nicht. Krass. Wie geil. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückgreifen. Wo hatte er seinen ersten Flashback? Scherbenschach. Scherbenschach. Kannst du Scherben aus dem Schlafzimmer holen? Ja. Also bei Edna würde ich das so sehen, ja. Aber hier? Was liegt da? Ein Screwdriver. Ein Kalibrierungsschlüssel. Okay, den untersuchen wir uns mal. Kalibrierungsschlüssel. Dieser Kalibrierungsschlüssel gehört einem humanoiden Bot der Kurtz Robotics Baureihe Base 5. Beachten Sie die Betriebs- und Wartungshinweise bei unsachgemäßer oder vorschriftswidrigem Gebrauch. Übernimmt Kurtz Robotics keine Haftung für Schäden oder Datenverluste. Schade, den können wir nicht aufnehmen. Dann könnte man nämlich mal hier unseren lächelnden Freund da hinten kalibrieren, weißt du? Ist da rechts eine Sonne? Warte mal. Im Fenster? Sonne. Da. Die da drüben haben auch wenigstens Jalous. Ja, ne? Die können die Werbung ausblenden. Voll fies, dass wir das hier nicht können. Ich will in das Sonnenhaus ziehen. Okay, wir ziehen in das Sonnenhaus. Aber erstmal muss ich meine Erinnerung wiederbekommen. Weltkarte. Guck mal auf die Weltkarte. Es ist eh sehr komisch, als gäbe es hier nur noch zwei Fraktionen irgendwie. Weltkarte, in Klammern Erde. Geopolitische Informationen wurden für diese Karte deaktiviert. Eine aktuelle Karte mit derzeitigen Ausdehnung der Vereinigten Staaten des Westens finden Sie was auf UnitedStateOfTheWest.org. Das heißt also, das helle ist die US und das... Da ist aber einer sehr optimistisch. Naja. Ja, warum? Ich bin ja eher der Meinung, dass... Aber das wird politisch. Nein. Immer raus damit. Ja, dass der Westen immer weniger an Bedeutung gewinnen wird. Ja, gut. Also wenn alle westlichen Staaten so weitermachen wie Deutschland, dann ja, definitiv. Definitiv. Von wegen digitales dritte Weltland. Ja. Scherbenschach. Kurtz Entertainment. Also alles von Kurtz, ne? Der Witz ist, es gibt auch einen Hersteller, der heißt Kurzweil. Kurtz Entertainment Labs, inklusive den Nutzer Nolan James ID, führt auf diesem Gerät. Ah, wir führen also die Rangliste an auf diesem Gerät. Komm, wir spielen mal. Bekommen wir bestimmt wieder ein Flashback. Das ist so. Ah. Es ist so ein bisschen nachempfunden, dem 3D-Schach von Mr. Spock irgendwie. Schade, dass wir da diesen Aber da hinten liegt noch eine CD oder was? Neben dem Kopfhörer. Kopfhörer? CD? Ja, an der Couch. Wo die Tatsache. Steht. Ja, da liegt noch ein... Ja, ein silbernes Medium. Das wird es bestimmt auch noch süß geben, oder? 2008. Ich
bin mir da nicht sicher, aber wie gesagt, meine Einstellung ist da wirklich, was heute Geld bringt, bringt morgen Geld. Und solange wir noch Rohstoffe dafür haben, werden wir das auf jeden Fall produzieren. Und unter irgendeinem Deckmantel. Naja, ist ja ein Retro-Haushalt, die hatten nur einen Gameboy da liegen. Stimmt. Bücher. Upgrade empfohlen. Die Inhalte dieser analogen Speichermedien sind veraltet. Eine aktualisierte digitale Version ist erhältlich via CloudHub. Okay. Da bin ich aber schon mal ganz froh, dass unser Protagonist hier ein Retro-Typ ist. Coole Küche. Food Assembler, krass. Der bastelt uns also unser Essen zusammen, ja? Sowas wie der Replikator von Raumschiff Enterprise. Sieht auch fast so aus, guck dir das an. Los, Käsekuchen. Ah, warte mal, erst mal untersuchen. Food Assembler, Curse. Was? Nutrition Labs, Inclusive. So, interagieren, Bibi. Zur Assemblierung dieses Produkts fehlen folgende Rohstoffe: Bienenhonig, Weizen, Palmöl. Na. Bienenhonig, Weizen, Palmöl? Was wollte der sich denn da. Was wollte der denn für. Oh, ist das eine süße Waschmaschine? Siehst du die? Da passen da gerade meine Hose rein hier. Mehr ist da auch nicht. Okay, das Schöne ist, man kann hier anscheinend noch analog kochen. Und ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach so Hinweisen, dass wir hier gar nicht in der Realität sind. Das frage ich mich auch gerade. Ist denn Hal? Hallo Hal? Hallo Dave? Ich merke, dass du ein wenig verwirrt bist. Du solltest vielleicht diese Ingredients hier zu dir nehmen und in den Food-Assembler packen. Ja, die gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an. Zeichnung. Diese Zeichnung wurde angefertigt von Nolan James am 7.1.48. Okay, ist noch gar nicht so lange her, sind 4 Tage. Flashback. Wo bist du, Junge? Ja, gute Frage. So, machen wir weiter im Orchitakt. Rechte Seite. Liegt hier? Das Fahrrad hinten hast du ausgelassen. Komplett bisher, ne? Ja. Dann gehen wir erstmal zum Fahrrad. Weil wir sind ja schon bei der Wohnungstür. Schrecklich. Ja. So, Fahrrad untersuchen. Fahrrad. Dieses muskelbetriebene Transportmittel wurde am 20.05.46 erworben. Registrierter Eigentümer Nolan Richard hat es zuletzt benutzt am niemals. Der Ochi. Aber da bin ich auch nicht immer so konsequent. Ja. Ich habe jetzt zum Glück hier die Stimme aus dem Off dabei. Ich kann mir sagen, wenn ich hier Schiss baue. Wohnungstür, ja. Oh, wir kommen noch nicht mal da raus. Ach, Tatsache, untersuchen. Wohnungstür, Einbruchsgefahr, minimal. Die Sicherung, ja, wir haben ein niedriges Level hier, ne? Die Sicherung dieser Tür erfüllt alle Vorschriften der United States of the West. Alles klar, wir sind gar nicht mehr in Germany. Du hast den Roboter doch ausgeschaltet, jetzt kannst du doch die da anrufen. Stimmt, ich könnte doch mir jetzt telefonieren, ja. Tracys Eltern, Lydia, ne? Da! Richard. Mein Gott, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Wo hast du gesteckt? Ich war im Krankenhaus. Was? Oh. Wieso das denn? Bist du krank? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hatte einen Unfall. Ja, ne? Wäre ich auch für. Weil ich weiß nicht genau, das wäre jetzt ziemlich uncool ihr gegenüber. Scheint uns sehr näher zu stehen. Ich hatte einen Unfall, glaube ich. An der M75. Irgendwas mit der Bordelektronik. Oh Gott. Bist du verletzt? Mein Kopf hat wohl was abgekriegt. Sonst ist alles heil geblieben. Du hättest umkommen können. Und ich hätte es nicht mal erfahren. Das geht doch so nicht weiter. Ich weiß. Du musst mit ihr sprechen. Lydia, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Außerdem ist Tracy gar nicht da. Aha. Wo ist sie denn? Zu ihren Eltern gefahren. James hat sie auch mitgenommen. Sie hat einen Bot gekauft. Kannst du dir das vorstellen? Ausgerechnet ich habe jetzt einen Bot. Oh. Warum lachst du? Sie schenkt dir einen Bot? Das ist echt böse. Was macht sie denn bei ihren Eltern? Tja,
Gut, also wir werden jetzt nicht über unsere Frau schimpfen, weil sich die Situation nach diesem kurzen Gespräch für mich so ein bisschen anders darstellt. Das ist höchstwahrscheinlich eine sehr gute Freundin von uns, die wir eventuell schon über Jahre kennen. Die eventuell sogar eine Freundin der Familie ist. Die wollte ja jetzt, dass wir mit unserer Frau sprechen. Gut, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. So von wegen, ja Schatz, ich mach Schluss. Ich hab jetzt hier die Lydia oder wie auch immer die heißen mag. Oder einfach mehr aus Sorge. Komm, wir nehmen mal Achselzucken. Was weiß ich. Ist sie weg, weil ihr euch gestritten habt? Gestritten? Vor einer Woche? Du hast dich doch stundenlang darüber beklagt. Keine Ahnung. Die letzten paar Tage sind ein einziger Nebel. Meinst du, sie will sich trennen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Angst? Nein, wieso? Und warum sagst du nichts? Weil ich nachdenken muss. Schön. Dazu brauchst du mich ja nicht. Süße. Nein, schon gut. Ich habe eh noch einen Kunden. Um die Zeit? Es ist Mittag in New York, Richard. Ich sag doch, ich mache keine Nachtschichten mehr. Zu viele Verrückte. Erhol dich erstmal. Und vergiss nicht, wenn du mal wen zum Reden brauchst, du hast jetzt einen Bot. Ja, ja. Sehr freundlich. Ach, okay. Überschwang, schwenk auf. Ach, guck mal hier. Es gibt sogar noch Verbrennungstabake.